Dear ladies and gentlemen, Q-Rex Gaming proudly presents. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Legend of Zelda 2 The Adventure of Link. Ich bin Q-Rex, aber ihr könnt mich auch gerne Quengelosaurus nennen, wenn ihr wollt. Und auf dieses Let's Play freue ich mich schon seit einer Weile. Eigentlich habe ich Zelda 2 sogar schon einmal Let's Played. Das ist etwa ein Jahr her. Allerdings war die Qualität nicht so besonders gut, weil es eines meiner ersten Projekte war. Und deswegen möchte ich es gerne noch einmal machen. Insbesondere, weil es sich auch einige von euch gewünscht haben. Storytechnisch schließt Zelda 2 direkt an die Geschichte von Zelda 1 auf dem NES an. Und was wir Heldenhaftes zu tun haben, das erfahren wir jetzt. After Ganon was destroyed, Impatud Link's sleeping spell was cast on Princess Zelda. She will wake only with the power of number 3 Triforce sealed in a palace in Hyrule. To break this seal, crystals must be placed in statues in 6 well-guarded palaces. Link set out on his most adventuresome quest yet. 1987 von Nintendo. Das ist selbst für mich ein richtig altes Spiel, liebe Leute. Aber nichtsdestotrotz ein gutes. Ich übersetze eben nochmal für diejenigen, die den englischen Text nicht so gut verstehen. Nachdem Ganon besiegt und zerstört wurde im ersten Zelda-Teil, wurde ein Schlafzauber auf Prinzessin Zelda verhängt. Und die kannst du rillen und chillen, wie du willst. Die wacht einfach nicht auf. Um sie zu wecken, brauchen wir die Kraft des dritten Triforce-Teils, das irgendwo in einem Palast in Hyrule versteckt ist. Dieser Palast ist allerdings mit einem magischen Siegel versehen. Um dieses Siegel zu brechen, müssen wir zuerst in 6 andere Paläste eindringen, um dort magische Kristalle in Statuen einzusetzen. Allerdings ist das keine leichte Aufgabe, denn diese Paläste sind sehr gut bewacht. Das heißt, es ist ein richtig harter Kampf, der uns erwartet. Und ich glaube, das steht jetzt nicht direkt da drin, aber das ist alles ein Plot der Schergen von Ganon, denn die wollen gerne an Links Blut kommen. Denn mit diesem Blut können sie Ganon wiederbeleben. Und das bedeutet, wenn wir diesen Kampf verlieren, dann steigt das Böse zu neuer Kraft auf, liebe Leute. Oh mein Gott. Tja, Zelda 2 ist, glaube ich, nicht unbedingt das beliebteste Zelda-Spiel. Und das hat seine Gründe. Ich persönlich liebe es sehr. Es ist eines meiner Lieblings-Zelda-Spiele sogar. Aber es ist ein sehr, sehr untypisches Zelda-Spiel. Und warum? Das seht ihr direkt hier. Wir haben tatsächlich ein Level. Es ist ein Zelda-Spiel mit RPG-Elementen. Wir haben Angriffskraft, Magie und, ja, ich würde sagen, Verteidigung. Es ist ein bisschen Lebensenergie, Verteidigung, so ein Mischwert davon. Und das können wir tatsächlich von Level 1 bis Level 8 aufsteigen lassen, und zwar durch das Sammeln von Erfahrungspunkten. Das ist sehr untypisch für ein Zelda-Spiel. Außerdem hat es Jump'n'Run-Elemente. Das ist, erinnert so ein bisschen an die Castlevania-Spiele. Und ich glaube, so ganz eingefahrene Zelda-Fans, die mögen es einfach lieber, wenn man seine Action-Adventure-Elemente hat und nicht diese Elemente. Ich persönlich mag es allerdings wirklich sehr, sehr gerne und deswegen freue ich mich auch richtig darauf. Außerdem hat dieses Spiel einen sehr hohen Schwierigkeitsgrad. Und ich glaube, auch das finden manche so ein kleines bisschen frustrierend, zumal es grafisch halt auch nicht mehr so gut aussieht. Ich persönlich mag sogar die Grafik, also ich finde das Spiel ganz toll. Aber ich kann es auch verstehen, wenn man sagt, das ist nicht unbedingt das, was man von einem Zelda-Spiel erwartet. Ihr seht jetzt, ich habe in allen Werten Angriffskraft, Magie und Lebenskraft einen Punkt. Das können wir noch ein bisschen steigern. Unter meinem Namen stehen 3 Nullen. Das heißt nicht, dass ich die super Triple-Null bin, sondern es bedeutet einfach nur, dass ich bis jetzt noch nicht Game Over gegangen bin. Das wird sich allerdings noch ändern. Da wird die Zahl auch ein kleines bisschen wachsen, aber wir hoffen, dass es nicht zu viel wird. So, liebe Leute, dann will ich einfach mal starten. Tschüpp. Und wir haben 3 Leben, auch sehr untypisch für ein Zelda-Spiel. Normalerweise hat man da doch gar keine Leben. Und wir befinden uns direkt im Zelda-Schlafzimmer. Es ist aber kein Techtelmechtel passiert, sondern die schläft tatsächlich hier. Und mein Gott, hat die ein geräumiges Schlafzimmer und offenes Feuer auch noch. Das ist doch gefährlich, Mann. Okay, wir müssen jetzt erstmal hier raus. Ich muss aber mal sagen, du bist wirklich... Also diese Zelda, die ist unglaublich erotisch. Schaut euch mal diese runden Pixel an. Und dieses Gesicht... Nein, dieses Gesicht ohne Augen. Oh mein Gott, ist das schön. Alles klar, wir gehen jetzt lieber mal. Wir können hier nichts machen. Ich kann euch kurz noch mal den Bildschirm erklären. Wir haben ganz oben rechts die Angriffskraft, das seht ihr, also Schwert 1, daneben Magiewert 1. Der Wert bestimmt, wie viel Magie wir verbrauchen, wenn wir zaubern, darunter unsere Magie-Container. Die hängen nur indirekt damit zusammen. Um die Magie-Container zu steigern, das geht tatsächlich, müssen wir einfach welche im Abenteuer finden. Das gleiche Prinzip gilt für die Lebensenergie. Lebensenergiewert haben wir auch 1, können wir noch ein bisschen steigern. Und darunter die Lebenscontainer. Herzcontainer sehen hier halt nicht aus wie Herzen. Und direkt daneben ganz oben rechts sehen wir unsere Erfahrungspunkte. Wir haben jetzt 0 von 50 Erfahrungspunkten. Da können wir noch ein bisschen was dranhängen, liebe Leute. Also immer wenn wir jetzt diesen Wert erreichen, der an der rechten Seite steht, dann steigen wir eben ein Level auf. Aber es wird später noch ein bisschen mehr als 50. Gehen wir erstmal raus.
Auch hier haben wir eine Neuerung in diesem Spiel. Wir haben eine Weltkarte. Das hier oben soll übrigens Wasser sein und unter uns das Blaue da. Wir befinden uns gerade auf einer gelben Fläche oder braun-gelben Fläche. Das soll ein Weg sein. Hier sind wir sicher, sobald wir diesen Weg verlassen, dann tauchen diese komischen Schatten hier auf und wir können von denen tatsächlich angegriffen werden. Die kleinen Schleimschatten bedeuten, dass wir eine schwache Begegnung haben, wie jetzt gerade. Die großen Monsterschatten, die bedeuten, dass wir stärkere Gegner antreffen werden. Und je nachdem in... Au! Mann, ich bin doch wirklich zu blöd manchmal. Je nachdem, in welchem Terrain und in welcher Region wir von diesen Viechern getroffen werden, haben wir andere Zufallsbegegnungen. Und wir wollen gerne diese Fee haben. Boah, nein, du Arsch. Und wir sehen auch, wir haben unterschiedliche Farben der gleichen Gegnertypen. Das drückt wie in jedem Zelda-Spiel die Stärke der Gegner aus. Rote Gegner sind mittelstarke Gegner. Blaue Gegner, ihr seht, die können mehr. Das sind stärkere Gegner. Dann gibt es noch orangene Gegner, das sind die schwächsten. Oh nein, wir wollen jetzt nicht den Starken hier treffen. Ich möchte ganz gerne erstmal hier runter in die Höhle. Da sollte man normalerweise erst ein bisschen später reingehen, aber ich weiß, wie es hier drinnen aussieht, deswegen macht das nichts. Ihr seht, wir sehen hier nicht viel. Hier sind zwar Gegner, aber wir können die kaum sehen. Nur so ein kleines bisschen am Boden entlang schrappen, wie da ihre Füßchen drüber laufen. Aber das macht uns gar nichts aus. Wir kommen hier schon klar. Oh, das möchte ich gerne haben. Oh, ich möchte es haben. Ja, ich bin gerade schon aufgestiegen. Das gibt's hier überhaupt gar nicht. Was da gerade runtergefallen ist, liebe Leute, das war ein P-Beutelchen. Manchmal fällt das aus den Gegnern raus. Dann kriegt man nicht die normale Erfahrung, sondern man kriegt, naja, einfach ganz viele Erfahrungen auf einmal. Die geben normalerweise 10, glaube ich, diese Gegner. Jetzt haben wir 50 bekommen. Das reicht für einen Levelanstieg. Wie geil ist das denn, liebe Leute? Und wir sind jetzt im Levelanstieg-Bildschirm. Wir können uns jetzt aussuchen, ob wir das entweder abbrechen oder eben den vorgeschlagenen Wert nehmen. Das wäre live. Man sollte immer in diesem Spiel den vorgeschlagenen Wert nehmen. Es bringt überhaupt gar nichts, das abzubrechen. Das ist einfach ein reiner Nachteil in diesem Spiel. Also nehmt das, sagt ja, wir steigen eins auf und kriegen jetzt ein bisschen weniger Schaden rein und sind außerdem geheilt. Ist das geil? Ihr seht auch, wenn meine Lebensenergie voll ist, dann kann ich das Schwert werfen. Auch sehr praktisch. Allerdings sind nicht alle Gegner dadurch verletzlich. Also ich weiß nicht, ob es geworfen ist oder ob das einfach so ein Strahl ist, der da rauskommt. Auf jeden Fall ist es tödlich für viele Gegner. Und hier sehen wir bereits den ersten versteckten Schatz. Das ist ein Magiecontainer. Achtung, jetzt sehen wir gleich, die Leiste steigt um 1 an. Geilo. So, dann wollen wir mal weitergehen. Wir gehen zurück. Wir können das eigentlich noch gar nicht gebrauchen, denn wir haben noch gar keinen Zauber, den wir zaubern können. Ja, es ist eigentlich echt geil, dass man hier zaubern kann. Ich meine, Link hat ja häufig magische Gegenstände, mit denen er Zauber aktivieren kann. Aber richtig selbst zaubern kann er eigentlich eher selten. Ach nee, das brauchen wir jetzt gar nicht mehr. Deswegen freue ich mich immer, dass man das hier machen kann. Und es gibt auch noch so viele verschiedene Zauber. So, wir gehen jetzt erstmal hier rein. Es gibt auf der Karte versteckte Gebiete. Das hier ist eins davon. Ich kenne nicht alle, ich kenne aber so ein paar. Und in jedem Falle sind sie sehr praktisch, liebe Leute. Denn da gibt es solche Sachen hier. Wofür steht P eigentlich? Für Prima? Für Power? Ich weiß nicht. Ich sammle es mal eben auf. Und schon haben wir noch ein Level. Yeah, diesmal nehmen wir Magie. Wir können also ein kleines bisschen Zauberkraft sparen, wenn wir einen Zauber einsetzen, den wir sowieso nicht haben. Aber das macht nichts. Hauptsache willkommen. Voran, liebe Leute. So, jetzt ginge es hier nach Norden nochmal in eine Höhle, aber das bringt uns noch nicht viel. Die ist dunkel und sehr gefährlich im Dunkeln. Da warten wir erstmal ab, bis wir es etwas heller haben. Ach, ich kann euch das mal eben mit dem Wald zeigen. Schwupp. Hier haben wir jetzt also eine andere Zufallsbegegnung und ihr seht, oh, das sind Moblins, ganz gefährliche sogar. Und ihr seht auch, die geben keine Erfahrungspunkte im Gegensatz zu den anderen Gegnern. Was übrigens da aus einem der Gegner gerade rausgefallen ist, das ist, ja genau das da, das sind Magiefläschchen. Wenn wir Magie verbraucht haben, dann können wir damit ein bisschen was aufladen. Die gibt's in Blau und in Rot. In Rot laden sie ganz viel auf, in Blau nur ein Kästchen. Können wir im Augenblick nicht gebrauchen, weil wir einfach keine Magie benutzen können, liebe Leute. Und das hier ist auch eine Neuerung aus Zelda-Spielen. Im ersten Teil gab es keine Orte. Das hier, also Orte gab es schon, aber keine Dörfer. Und das hier ist das erste Dorf in einem Zelda-Spiel. Wowi, saui. Wir gucken mal eben, wie es heißt. Welcome to Rauru. Ja, Leute, wer sich im Zelda-Universum so ein kleines bisschen auskennt, der wird auch erkennen, dass das ein bekannter Name ist. Der kommt aus diesem Spiel hier, wird aber später wiederverwendet. Und zwar für einen der sieben Weisen, soweit ich weiß, aus Ocarina of Time. Ich glaube, das ist der Dicke, der dort auftaucht, der erste der sieben Weisen. Wowi saui. Auch die anderen Namen der Dörfer hier werden für die sieben Weisen wiederverwendet. Und das finde ich richtig cool. Oh, hallo, Schätzchen. Na du? Oh, du hast aber schlanke Pixel. Ah, ich rede mal mit dir.
Hello. Hallo. Okay, viel zu sagen hat sie nicht, aber da macht ja auch nichts. Na, was sagst du? Return the crystal to the palace in Parappa. Bringe den Kristall zum Palast in Parappa zurück. Warum auch immer zurückbringen, keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, woher Link die Kristalle überhaupt hat. Ah, hallo, Nado. Hast ja nicht mal einen Topf auf dem Kopf. Sorry, I know nothing. Das macht doch nichts, Schätzchen. Na gut, sie sagt, Entschuldigung, aber ich weiß überhaupt nichts. Warum auch immer. Wir dringen mal eben in dieses Haus ein, ungefragt, aber die Tür war ja auch offen. Hallo, Dicky, was sagst du so? If all else fails, use fire. Wenn alles andere versagt, nutze Feuer. Ja, liebe Leute, das ist eine Weisheit fürs Leben. Wenn ihr euch zum Beispiel ein bisschen verstritten habt mit eurer Familie, in eurer Beziehung mit eurem besten Freund, wenn ihr einfach jemandes Gesicht nicht mögt, benutzt Feuer. Das ist die Art von Moral und Ethik, die ihr von Computerspielen beigebracht bekommt. Nee, was er eigentlich meint, ist, dass manche Gegner nur gegen Feuer verletzlich sind. Zum Beispiel innerhalb der Familie euer bester Freund oder so weiter. Nein, und wir können das aber noch gar nicht benutzen, diesen Tipp, denn wir haben den entsprechenden Zauber dafür noch nicht. Er spielt auf einen Feuerzauber an, den wir später verwenden können, aber ich glaube, das gibt es erst sehr viel später. Das hier ist übrigens die Dorfschließlerschlampe. Mit der können wir reden, dann gibt sie einen sehr zweideutigen Dialog von sich. Achtung! Please, let me help you. Come inside. Oh ja, das mache ich jetzt. Komm, wir gehen jetzt mal ins Häuschen. Wir können wirklich mit ihr ins Häuschen gehen. Und dann sagt sie, I can restore your life. Und wir verbringen ein Schäferstündchen, aber Link ist nach weniger als einer Sekunde wieder draußen, denn er ist ein echter Held, der braucht dafür einfach nicht lang. Sie braucht ein kleines bisschen länger und sucht sich jetzt gleich den nächsten. Oh mein Gott. Was ihr jetzt nicht gesehen habt, sie hat uns wirklich die Lebensenergie aufladen können. Wir waren nur schon voll und deswegen hat es uns nichts gebracht, liebe Leute. Wir gehen jetzt also weiter und reden mal mit irgendjemand anderem. Hallo, du. Only the hammer can destroy a roadblock. Nur der Hammer kann eine Straßenblockierung oder Blockade zerstören. Oder so ein Felsen auf der Straße, das sind so komische Felsen, die liegen da halt rum. Die können wir mit einem Hammer kaputt machen, den Hammer haben wir aber noch nicht. Auch das ein Gegenstand, den wir erst viel später bekommen. Womit wir eigentlich reden wollen, ist diese junge Dame hier. Die blaue mit dem Topf auf dem Kopf. Flupp, hallo. Talk with my father before you leave town. Sprich mit meinem Vater, bevor du die Stadt verlässt. Das ist die Tochter eines der weisen Männer in diesem Spiel. Und die weisen Männer sind ganz wichtig, denn von denen lernen wir die Zaubersprüche hier. Oh mein Gott, was ist das für ein riesengroßer Tisch und für eine hässliche Tischdecke? Der Tisch ist höher als du. Bist du sicher, dass du da... Ist das überhaupt ein Tisch? Was soll das sein? Ja, wie auch immer. Okay, wir reden nochmal mit ihr. Schwupp. Each town has a wise man. Learn from him. Jede Stadt hat einen weisen Mann, lerne von ihm. Also die spielt darauf an, dass es eben in jeder Stadt einen Zauber zu lernen gibt. Und die weisen Männer sind immer im Keller eingesperrt, liebe Leute. Die kommen ja auch nicht mehr hoch, die sind zu alt dafür, deswegen kommen die nicht mehr raus und bringen halt nur noch Leuten Magie bei, die sich hier runter trauen. So, und da haben wir den weisen Mann, der ist ziemlich alt dafür, dass er der Vater ist von der Tosi da eben. Ich meine, wie alt war die schon? Das war doch höchstens 21 Pixeljahre oder sowas. Aber wie auch immer, vielleicht ist er einfach früh schwanger geworden. Wir reden mal mit ihm. Rauschebart. In Parappa Desert, use this magic to survive. Das bedeutet, in Parappa Nachtisch nutze diese Magie, um zu überleben. Natürlich nicht Nachtisch, das heißt Wüste. Und wir haben jetzt den Schildzauber erlernt. 24 Magiepunkte kostet der. Und damit können wir das hier machen. Achtung. Und jetzt sind wir der rote Link. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist tatsächlich ein sehr nützlicher Zauber. Wir kriegen jetzt nur noch halb so viel Schaden und das hält zwar nur bis zum nächsten Raum an, aber in Bosskämpfen insbesondere ist das ein sehr, sehr hilfreicher Zauber, der lebensrettend sein kann. Ihr habt gesehen, wir haben jetzt anderthalb Kästchen von unserer Magie verloren. Das müssen wir einfach wieder aufladen. Keine große Sache. Ich finde es übrigens sehr cool, dass man den roten Link auch hier hat. Den gibt es ja seit dem allerersten Zelda-Teil. Dort war das tatsächlich eine eigene Rüstung, die man gefunden hat. Solche Items gibt es hier nicht. Das macht man über Magie. Alles klar. Okay, ihr seht, wir sind auch jetzt nicht mehr der rote Link. Jetzt sind wir wieder der grüne Link. Macht aber überhaupt nichts. Ja, komm schon, klar. Okay, ein kleines Kind. Kevin allein zu Hause bist du. Mein Gott, hallo Kevin. Reden wir. Get candle in Parappa Palace. Go west. Also ich soll die Kerze im Parappa Palast holen und dafür soll ich nach Westen gehen. Und er spricht offenbar nur bruchstückhaft, vielleicht weil es hier keine Schule gibt und er nicht so richtig sprechen gelernt hat. Außerdem wohnt er da alleine. Er hat das nicht von seinen Eltern beigebracht bekommen. Der arme Kerl. Okay, jetzt gehen wir mal schön hier nach oben. Hier geht es... hier geht es direkt in den nächsten Palast rein. Also in den ersten ist es ja noch nicht der nächste Palast. Oh, da haben wir Magie. Das lädt uns ein bisschen was auf. Ihr seht, ein Kästchen ist jetzt aufgeladen. Na, komm mal runter, Spinnchen. Das hat ja nicht so gut geklappt. Dann komm noch mal runter, Spinnchen. Okay. Sehr gut. Wir sind wieder ganz aufgeladen und können hier weitergehen. Oh, da ist ja noch ein Spinnchen. Ah,
Und es flimmert so schön. NES-Spiele flimmern immer so schön. So, wir müssen durch diese Höhle, um zum Palast zu kommen. Die ist auch dunkel, allerdings können wir dagegen noch nichts tun. Es gibt die Kerze erst im Palast, das hat uns der kleine Kevin ja gesagt. Oh, was war das? Ah, ich glaube, das war nur ein bisschen Magie. Sehr schade. Aber achtet immer darauf, wenn es am Boden krabbelt, dann sind da Gegner, die könnt ihr dann einfach kaputt machen, liebe Leute. Der Palast ist jetzt von hier aus nach Norden, wir wollen aber erstmal nach Süden gehen, weil da noch ein kleines Versteck ist und das wollen wir ausräumen, liebe Leute. Uiuiui. Ja, hier haben wir eine kurze Zwischensequenz, sowas gibt es häufiger in dem Spiel. Diese Blubbelbläschen, das ist Mineralwasser mit Blub und Link trinkt ausschließlich ohne Blub. Das heißt, er mag nur stilles Mineralwasser und deswegen verletzen ihn diese Blubbels hier. Bloß nicht davon treffen lassen. Ein Treffer macht zwar nicht viel aus, aber man kann sehr leicht in dem Wasser da unten landen. Das ist auch Mineralwasser mit Blub und da ertrinkt Link sofort. Er ist notorischer Mineralwasser-Nichtschwimmer. So, alles klar. Oh, wir haben hier einen anderen Kampf. Bin ich von den Schlacken getroffen worden? Das ist aber gar nicht gut. Uah, das sind die... das sind die stärkeren Moblins. Sehr gefährliche Viecher. Uiuiui, wir haben es aber überlebt. Uiuiui, jetzt möchte ich eigentlich auch noch in die andere Seite, wo wir schon mal dabei sind. Ihr seht, das waren jetzt die roten Versionen der Moblins. Die kann ich zwar mit meinem geworfenen Schwert noch treffen, aber die greifen oben und unten an. Und sie sind deutlich hartnäckiger als die anderen Moblins, geben allerdings auch 20 Erfahrungspunkte gar nicht mal so übel, liebe Leute. So, einmal hier durch bitte. Hier ist ein weiteres verstecktes Gebiet. Ihr seht, da ist ein Herzcontainer. Das wollen wir gerne haben. Allerdings ist hier auch ein Goria. Und den müssen wir zuerst besiegen. Ach Mann, warum gibt es mir denn keine Erfahrungspunkte? Flimm. Und jetzt haben wir einen Herzcontainer. 5 Herzcontainer an der Zahl. Das hilft uns doch sehr, um durch den ersten Palast zu kommen, liebe Leute. Oh ja, das hilft uns wirklich sehr. Jetzt können wir wieder nach oben gehen. Müssen leider nochmal durch dieses versteckte... durch diese Sequenz hier durch. Ein bisschen vor den Blubbels aufpassen, dass die uns nicht erwischen. Bum, 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 bum. Uiuiui. Ein bisschen aufpassen muss ich da schon. Eieiei. Später werden diese Sequenzen noch sehr viel schwerer. Es gibt natürlich einige davon. Und ich kann euch sagen, da sind ein paar, die lassen einen richtig die Pumpe gehen. Mist, jetzt sind wir in der Wüste getroffen worden. Ich mag diese Zufallsbegegnungen, also was heißt Zufallsbegegnungen? Diese Begegnungen hier allerdings sehr. Das gefällt mir einfach cool, wie das gemacht ist. Das gefällt mir so cool, Alter. Okay, dunk und dunk und einmal hier rüber und hier raus. Yeah, nicht getroffen worden. Das ist schon mal was wert. Und hier oben ist der erste Palast. Ihr seht, sieht ein bisschen aus wie, ich würde sagen, wie ein antikes Gebäude oder so. So ein kleines bisschen aus der griechischen Mythologie entflohen, aber Hauptsache wir kommen rein. Das ist das Wichtigste. Und so sieht eigentlich jeder Dungeon-Eingang hier aus. Und ihr seht, da steht so ein Knucklehead am Eingang. Ich glaube, so heißen die Ritter. Und ihr solltet den immer mal ins Gesicht hauen, denn manchmal fällt da was raus. Und ich meine jetzt nicht Zähne, sondern manchmal fallen da Fläschchen Magiefläschchen raus. Damit könnt ihr eure Suppe würzen. Nein, Magiefläschchen raus. Damit könnt ihr euch wieder aufladen, wenn ihr verletzt seid. Hier passiert jetzt nichts. Ihr müsst allerdings auch ein bisschen aufpassen. Manchmal kommt da tatsächlich ein echter Gegner raus. Und das ist ziemlich gefährlich, liebe Leute. So, einmal nach unten hier. Den ersten Palast kenne ich auswendig, denn ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe euch schon mal versucht, dieses Let's Play hier aufzunehmen und es hat von der Technik überhaupt nicht hingehauen. Das hat mir den ganzen Sound gelöscht, deswegen habe ich den ersten Palast durchgespielt und habe nicht gemerkt, dass ich gar keinen Sound hatte. Deswegen mache ich das nochmal. Ab dem zweiten Palast kenne ich mich immer noch aus. Ich habe das Spiel schon mehrfach durchgespielt, allerdings nicht mehr auswendig. Okay, wir wollen erstmal diese komischen Skelette hier töten. Das ist ein Stahlfaust gewesen, ein rotes. Es gibt die auch in Blau. Ich weiß gar nicht, ob es die auch in Orange gibt. Manche Gegner gibt es nur in wenigen Farben. Die Schleims gibt es zum Beispiel auch nur, soweit ich weiß, in Rot und in Blau. Ich weiß nicht, ich glaube, es gibt keine Orangenen. Werden wir aber sehen. Wir werden bestimmt alle Gegner in diesem Spiel sehen. So, und ich liebe diese Melodie hier. Die ist einfach nur geil. Ich will nicht diesen komischen Schleim haben. Habt ihr gesehen, wie schnell der unten war? Die Sau. Die Sau. Oh mein Gott. Hat mich voll verarscht. Düm, düm, düm. Okay. Okay, und dich schlitze ich auf. Und dich steche ich ab. Ha. Und dich schneide ich auf. Und über dich sprich ich drüber. Okay, und weiter geht's. Und wer diese Melodie, wer genau aufpasst, der kann diese Melodie auch wiedererkennen. Das war übrigens eine Tür. Das war eine echte Tür. Die lösen sich in die Mitte hin auf, wenn man einen Schlüssel reinsteckt. Diese Melodie wurde wiederverwertet in anderen Spielen. Und zwar... Okay, das ist jetzt schlecht. Das ist ein Bubble. Und zwar findet man sie, glaube ich, in einem Smash Brothers Spiel wieder. Im letzten oder vorletzten Smash Brothers. Oh Gott. Oh nein, das war jetzt ganz schlecht. Oh Mann, diese Viecher sind nämlich nicht so ungefährlich, wie es scheint. Die sind zwar sehr schwach, aber sie kosten einen Erfahrungspunkte, wenn sie eintreffen. Und zwar nicht so knapp. Ich habe gerade 20 Erfahrungspunkte verloren, nur weil die mich zweimal getroffen haben. Dabei wollte ich euch nur zeigen, was diese Bubbles aushalten.
Okay, wir gehen nochmal weiter, da kommen gleich noch Bubbles. Da muss ich halt einen Bubble mehr erschlagen, tut mir leid, liebe Leute. So, ich mach dich fertig hier, komm, stirb. Okay, wir sind aber schon fast wieder eins aufgestiegen. Ich glaube, hier geht's erstmal weiter. Komm her, Schleim. So, diese Bubbles sind ziemlich hartnäckige Gegner. Ihr könnt euch jetzt gerne einen Kaffee holen, vielleicht auch ein Weinchen, legt die Beine hoch, macht's euch gemütlich, bis der hier tot ist. Das dauert eine Weile, liebe Leute. Diese Bubbles sind sehr starke Gegner dafür, dass sie im ersten Palast auftauchen. Sie tauchen in fast jedem Palast auf, glaube ich. Und da wir jetzt noch so eine niedrige Angriffskraft haben, dauert es einfach ewig, bis wir die erschlagen haben, liebe Leute. Das ist echt ganz furchtbar. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen daran, dass ich nur mit dem Schwert an seiner Stirn kratze. Das würde auch bei Menschen relativ lange dauern, bis sie dann kaputt gehen. Allerdings lohnt sich es schon so ein bisschen, denn die geben immerhin 50 Erfahrungspunkte, was doch einiges wert ist in diesem Spiel. Zumindest am Anfang. Ihr seht, ich brauche noch 4 Erfahrungspunkte bis zum Levelanstieg. Allerdings macht es nicht besonders viel Spaß, auf die einzuschlagen. Und er ist tot. Jawohl. Damit sind wir aufgestiegen, kriegen wir live dazu, sinnvoll aufgeladen. Das ist doch sehr nützlich, liebe Leute. Wow. Okay, nochmal ein blödes Skelett. Ich mach fertig. Komm her. Jawohl. Ah, wir sind schon wieder relativ nah am nächsten Levelanstieg. Hier ist nur eine Fee, die heben wir uns für später auf. Nach unten geht's zum Boss. Wir wollen erstmal, glaube ich, hier nach oben. Da dürfte ein Schlüssel sein, um zum Dungeon-Item zu kommen. Und schwöp, yep. Und hoch hier, uah, erschlagen. Auch diese komischen Statuen an den Wänden solltet ihr immer mal hauen. Da können, ein Schlüssel, dankeschön, da können immer, immer auch solche magischen Pötte drin sein. Und die sind sehr nützlich für das spätere Spiel. Im Augenblick noch gar nicht so sehr, weil wir nur den Schildzauber haben. Später allerdings haben wir viele nützliche Zauber und da hilft so ein bisschen extra Magie doch schon sehr. So. Ich weiß nicht, wie diese Dinger hier heißen. Ich glaube, das sind die Keulenhainer. Hallo Keulenhainer. Na, wie geht's dir? Die müssen wir so schnell wie möglich erledigen. Geben auch ganz gute Erfahrung, aber vor allem nerven sie extrem. Und können einen wirklich auch umbringen, wenn sie wollen. So, ich glaube hier, flupp, ja genau, hier ist ein rotes Magiegefäß drin. Bringt uns jetzt nicht viel. Wir haben ja nur den Schildzauber, den benutze ich aber und lade uns gleich wieder auf. Einfach damit wir es benutzt haben, liebe Leute. Okay, ich glaube, ich erstech dich. Ich glaube, ich zerschlag dich. Oh, ein Schleim. Ich glaube, ich zermalm dich. Flüpsch. Okay. Ah, wir brauchen gar nicht mehr so lang zum Aufstieg. Muss mal sagen, das geht eigentlich sogar ganz gut. Am Anfang geht das noch so schön schnell mit dem Anstieg. Okay, ich glaube, ich erstech dich von hinten. Achtung. Oh, warum ausgerechnet von hinten? Meine einzige Schwäche. Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt, Leute. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Einmal nach unten. Okay, und jetzt müssen wir in diese Richtung hier gehen. Dim, bam, badam, badam, bam. Okay. Okay, ich glaube, ich möchte... Na, ich bin doch ein Horstmeier-Sondergleichen. Komm her. Wir können den tatsächlich an unserem Bildschirmrand abprallen lassen. Ich glaube, den möchte ich noch erschlagen, aber noch mehr mache ich dann nicht. Es lohnt sich wahrscheinlich fast eher, nochmal aus dem Palast rauszugehen und einen Respawn zu bewirken. Es respawnen nämlich nur ganz bestimmte Gegner. Nur die Schwächeren und irgendwie diese Bubbles. Ich habe keine Ahnung, warum. Die ganzen Stahlvorskelette, die respawnen von sich aus nicht. Da muss man quasi den Dungeon neu starten. Das nervt jetzt gerade, was du da machst. Du blöder Schleim. Geh weg. So, einmal hier dran vorbei. Oh Gott, jetzt kratze ich nur das Kind kaputt. Oh, Mist. Komm her, komm her. Und tschup, tschup. Oh, schon wieder nur das Kind. Blödes Kind, geh kaputt. Zerplatze. Los, schnell. Komm schon, komm schon. Mir zuckt gerade das Auge. Oh mein Gott, mir zuckt das Auge. Hilfe. Und er ist tot. Yeah. Noch kein Levelanstieg, aber wir sind kurz davor. Was, warum? War das nicht der, den ich gerade erschlagen habe? Das ist doch der Schweinerei. Jetzt gehe ich aber an dem vorbei hier. Komm, spring schon. Die sind unberechenbar, ohne Gleichen, liebe Leute. Das ist ganz furchtbar. Das ist ganz furchtbar. Diese Schleims sehen so ungefährlich aus, aber diese Bewegungen sind fast komplett random. Das heißt, man kann schon Anzeichen erkennen, dass sie gleich losspringen wollen, aber es ist für mich trotzdem manchmal. Da bin ich zu ungeduldig, um es abzuwarten. Oh mein Gott. Einmal schön hier abprallen, bitte. Hier dran vorbei. Okay, hier irgendwo ist noch ein Schneller. Schwupp, jetzt lassen wir ihn los. Oh, yeah. Oh, 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 oh. Keine gute Idee. Au. Au. Mann. Schon wieder Schleims. Hilfe. Komm her. Au. Ich hasse die Dinger. Okay. Diese Brücke hier sind aus Keks. Einer von diesen bröckligen, ja, ich würde sagen, nicht saftigen Keksen, sondern die knusprigen Kekse, die man gerne mit Milch isst. Und deswegen geht diese Brücke sehr schnell kaputt, wenn man keine Milch dabei hat. Oh, und wir sind aufgestiegen. Wow. Attack. Cool. Ja, das wollen wir. Wir haben Angriffskraft dazu bekommen. Das gefällt mir.
Bringt uns allerdings noch nicht so besonders viel, denn diese Schleims können wir immer noch nicht mit einem Schlag töten. Könntest du bitte mal da weggehen? Dankeschön. Okay. Ja, jetzt seid ihr tot. Oje, und jetzt brauchen wir schon 300 Erfahrungspunkte, um aufzusteigen. Das wird aber nichts mehr in diesem Level. Ja, bum, 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 bidim, bim, bidim. Hüsser, stirb, du Arsch. Du blöder Keulenhainer. Ich mach dich fertig. Ich mach dich alle. Ich mach dich tot. Komm her. Junk. Tschüss. Oh, das ist richtig wertvoll. Jetzt ist ein Powerbeutelchen aus einem Gegner rausgesprungen, der normalerweise schon 50 Erfahrungspunkte geben würde. Und das bedeutet, dass das Beutelchen auf eine höhere Kategorie gehoben wird. Und es gibt jetzt, Achtung, 200 Erfahrungspunkte. Das ist richtig viel für unseren aktuellen Stand. Und jetzt sind wir ganz kurz vom Levelanstieg. Das passt mir sehr gut. Und wir haben einen orangenen Knucklehead. Und hier können wir das Gefechts-, das Kampfsystem so richtig ausnutzen. Ihr seht, wir wehren tatsächlich mit dem Schwert ab, genauso wie er. Und wir können genauso wie er oben und unten angreifen. Und wir müssen jetzt richtig gegen ihn kämpfen. Haben ihn aber besiegt, liebe Leute. Das war spaßig. Das war ein orangener Knucklehead. Später gibt's noch rote und blaue. Und die blauen insbesondere sind richtig gefährlich. Die roten können auch schon fies sein, aber die blauen, die sind die Hölle, liebe Leute. So, wir gehen jetzt zurück. Wir haben gerade die Kerze eingesammelt. Mit der können wir im Dunkeln sehen. Das ist ein richtig praktisches Item. Allerdings können wir das erst außerhalb des Dungeons benutzen, denn hier ist nichts Dunkles. Oh ja, das nehme ich gerne mit. Dankeschön. Wir gehen nochmal über die Keksbrücke. Schwappa, 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 schwappa. Yeah, das macht Spaß, liebe Leute. Aber schön hier drüber laufen. Okay. Und küpp, küpp. Ja, ich hab dich umgebracht. Cool. Ah, noch 4 Erfahrungspunkte. Ich glaube, dazu muss ich die hier nicht umbringen. Das lohnt sich nicht mehr. Okay, einmal hier durch und nach oben. Okay, jetzt fehlt nur noch der Boss. Und den machen wir noch so richtig schön platt heute. Ihr müsst immer so ein bisschen aufpassen, wenn ihr kurz vor einem Level Anstieg seid, vor einem Boss, dann achtet darauf, dass euch der Boss das Level abgibt. Denn nach einem Dungeon bekommt ihr immer ein Level geschenkt. Und wenn ihr jetzt schon so nah dran wärt wie ich jetzt und keine zusätzliche Erfahrung mehr durch den Boss bekommen würdet, also wenn das quasi inklusive des Boss-Erfahrungswertes wäre, dann würdet ihr nur 2 Erfahrungspunkte geschenkt bekommen. Wenn ich jetzt allerdings von 300 Erfahrungspunkten nur einen hätte, dann würde ich 299 Erfahrungspunkte geschenkt bekommen. Das ist ja irgendwie mehr wert als 200. Allerdings erwarten wir uns jetzt noch so ein paar Gegner. Wow. Tschum. Komm, hier, ich mach dich fertig. Ah, tschu. Natürlich. Aha, umgebracht. Und wir sind aufgestiegen, kriegen nochmal Magie dazu. Wow. Okay, das klappt aber ganz gut hier mit dem Aufsteigen. Na gut, ich meine, ja, das ist jetzt bei mir so mittelgut wahrscheinlich. Ich hätte ganz gerne nochmal so ein 200er Geschenk bekommen. Aber ich fürchte, das wird nicht mehr passieren. Ich werde jetzt auch nicht hier irgendwie farmen oder so. Das eignet sich für ein Let's Play, finde ich, nicht so gut. Außerdem ist es eigentlich in dem Spiel nicht nötig. Wenn ich das richtig einschätze, dann erreicht man die Maximalstufe eigentlich auch so in diesem Spiel. Es sei denn, man geht Game Over zu oft, denn dadurch verliert man Erfahrungspunkte. Man verliert immer die aktuellen Erfahrungspunkte, die man hat. Das heißt, wenn ich jetzt Game Over gehen würde, dann würde ich mein Level behalten, aber ich hätte die 158 Erfahrungspunkte verloren. Oh, da ist ja noch ein Gegner, das wusste ich ja gar nicht mehr. Bitte gib mir ein Beutelchen, denn du bist der letzte Gegner vor diesem Boss. Das ist blöd. Ich möchte gern ein Stück zurück. Und tot. Ah, das ist kein Beutelchen. Moment mal, ich habe die Fee vergessen. Oh Mann, ich habe mich gar nicht aufgeladen. Ich wollte doch noch die Fee knuspern. Wisst ihr was? Ich bin jetzt mutig. Ich mache diesen Boss ohne Fee. Immer wenn ihr diese Vorhänge seht, dann heißt das, dass der Boss kommt. Es gibt nur ganz wenige Ausnahmen, in denen es Räume gibt, die den Vorhang ohne Boss haben. Deswegen seid gewarnt, wenn ihr den Vorhang seht, bereitet euch vor, macht euren Schildzauber vielleicht an, guckt, ob ihr genügend Magie für einen Bossfight habt, denn dann passiert so etwas. Und das hier ist Pferdeheimer Horstmann. Schupp. Pferdeheimer Horstmann ist nur am Kopf verletzlich. Oioioi. Und hat eine große Keule. Und der wollen wir gerne ausweichen. Ihr seht, der Boss ist nicht so besonders schwierig. Allerdings muss man schon die richtige Sprunghöhe erreichen, um ihn zu besiegen. Und nochmal. Komm her. Und tot ist er.
Er gibt, glaube ich, 50 Erfahrungspunkte. Das heißt, wir bekommen jetzt etwa 200 Erfahrungspunkte geschenkt bis zum nächsten Level ab. Das ist jetzt nicht so toll, aber es ist auch nicht schlecht. Wir können hier einmal durchgehen, kriegen ein Schlüsselchen. Ich finde es übrigens cool, wie Link seine Sachen mit dem Schwert immer aufhebt. So, tschüng, tschüng. Macht das auch zu Hause, liebe Leute. Wenn ihr mal was aufheben wollt, nehmt euch ein Messer, nehmt euch vielleicht auch einen Flammenwerfer. Mit Waffen heben sich Dinge einfach am spaßigsten auf, liebe Leute. So, okay. Und wir sind jetzt bei der ersten Statue angekommen. Das sind die Statuen, die wir suchen sollen. Keine Ahnung, warum die so komisch aussehen. Und hier setzen wir jetzt den Kristall ein und haben den ersten Palast geschafft. Oh yeah, liebe Leute. Cool. Und wir kriegen jetzt nicht nur unsere Lebensenergie zurück, sondern, wie gesagt, ein Level geschenkt. Wir kriegen einmal live dazu. Das nächste Level kostet uns 500 Erfahrungspunkte. Wow, das ist richtig teuer, liebe Leute. Aber bevor wir nochmal aufsteigen, liebe Leute, müssen wir noch ein bisschen warten, denn dieser Part ist jetzt vorbei. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich würde euch winken, wenn ich könnte, aber ich habe leider viel zu kurze Haare. Und deswegen sage ich nur Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Dim, bim, bim.